Habt ihr gesehen? Heute Thema, der gegenwärtige Moment. Ja, das ist so wichtig, dass wir uns das immer wieder bewusst machen, was der gegenwärtige Moment ist und dass die Kraft im gegenwärtigen Moment drin sitzt. Ja, nein, stimmt ja. Was, nein, stimmt ja. Ja, so. Der gegenwärtige Moment. Guten Morgen, Katrin. Die Kraft ist im gegenwärtigen Moment. Wir haben nichts anderes als hier und jetzt. Das, was wir jetzt haben, jetzt dieser Moment. Guten Morgen, Christian. Das ist alles, was wir haben. Und sämtliche Ängste und Sorgen und Befürchtungen. Ja, Stunde weg. Sämtliche Ängste, Sorgen und Befürchtungen. Hallo, hola, hola. Gegenwärtiger Moment, hier sind wir im Hier und Jetzt, ja? Und alles, was uns Sorgen, Ängste und Befürchtungen macht, das kommt entweder aus Gedanken, die sich auf unsere Vergangenheit beziehen, oder aus Gedanken, die sich auf unsere Zukunft beziehen. Und wenn wir uns das immer wieder bewusst machen, dass wir das Hier und Jetzt, dass es das Einzige ist, was wir wirklich fest haben, der gegenwärtige Moment, jetzt, wo wir alle hier sind, jetzt, die ihr zuschaut, wir haben nichts anderes außer jetzt. Und was wir aus diesem Jetzt machen, was wir aus diesem gegenwärtigen Moment machen, das entscheiden wir in jedem Jetzt. Und jedes Jetzt ist einfach nur ein kleiner Moment. Und wenn wir uns das immer wieder bewusst machen und uns immer wieder klar machen, wo bin ich gerade? Bin ich in der Angst vor der Zukunft, vor der unbekannten Zukunft? Moin, moin, Maria. Habe ich gerade Angst vor der unbekannten Zukunft? Und jetzt ist eben auch gerade eine Zeit, in der wir uns das richtig klar bewusst machen können, weil wir lernen, wie es ist, wenn wir nichts machen können, ja? Wenn wir nichts verändern können, wenn wir nichts beeinflussen können im Außen. Und so ist es halt auch immer. So war es auch schon vor Corona, dass wir eigentlich per se nicht wirklich machtvoll sind, indem wir manipulieren und kontrollieren, versuchen Leute zu beeinflussen, versuchen Meinungen zu beeinflussen, versuchen Reaktionen zu beeinflussen. Da war noch nie unsere Power. Aber jetzt wird uns das viel mehr bewusst, dass unsere Power im gegenwärtigen Moment liegt und was wir aus dem gegenwärtigen Moment machen. Und wer wir in diesem gegenwärtigen Moment sind. Und die Wahrheit über uns ist, wir sind immer göttliche Wesen. Immer, immer, immer. Egal in welchem Moment und auch egal, ob wir uns dessen bewusst sind oder nicht. Ihr wisst ja viele, meine Herangehensweise ist, finde heraus, wer du wirklich bist. Und das wird immer mehr und mehr zum Schlüssel für unsere Zukunft, für unsere schöne Zukunft, dass wir eben anerkennen, dass unser Sein nicht von unserer Form bestimmt wird. Also unser Sein wird nicht von unserem Körper bestimmt, sondern unser Sein wird von unserem Bewusstsein bestimmt, von unserem Bewusstsein, unserer Vorstellung darüber, wie wir und das Leben sind. Und diese Vorstellung, die wählen wir frei. Und diese freie Wahl sollte mit einem Bewusstsein verbunden sein, das einfach die Wahrheit ist, die Schönheit ist, die Liebe ist, das, was sich gut und wunderbar anfühlt. Und wenn wir uns immer wieder mit diesem Bewusstsein verbinden, jedem gegenwärtigen Moment und die Welt aus diesem wunderbaren, fehlerfreien Bewusstsein heraus erkennen, weil wir ja alle von der gleichen Quelle abstammen. Und wenn wir alle von der gleichen Quelle abstammen, sind wir ja eigentlich aus der gleichen Essenz. Nur was wir aus unserer Essenz machen, das entscheiden wir jeden Moment selber. Und dazu braucht es eben Ruhe. Und die haben wir jetzt geschenkt bekommen.
es braucht die Stille dazu. Es braucht es, zu sich zurückzukommen dazu, um zu erkennen, dass ich nicht immer im Außen aktiv sein muss, manipulieren, kontrollieren oder sonst irgendwelche Energien versuche zu mixen und zu fixen, sondern dass alle Energie aus mir heraus entsteht und dass ich als Energiegenerator dafür verantwortlich bin, was aus mir heraus entsteht. Und je mehr wir das im Kollektiven verstehen und anwenden und umsetzen und je mehr wir alle lernen, energetisch zu arbeiten, desto leichter wird unser Leben und desto schöner wird unser Leben und desto besser fühlt sich unser Leben an. Und das können wir eben alles nur tun, indem wir präsent sind im gegenwärtigen Moment und den gegenwärtigen Moment bewusst auswählen, anhand dessen, wie er sich anfühlt. Und wenn er sich schlecht anfühlt, dann ist er nicht aus der Wahrheit deines Seins, deines wahren Bewusstseins, deiner wahren Identität entstanden, sondern aus einem angsterfüllten Bewusstsein, aus einem sorgenerfüllten Bewusstsein, aus einem Bewusstsein heraus, das tatsächlich noch meint, Materie, Materielles zu bewegen und zu manipulieren und zu kontrollieren, sei eigentlich die wahre Macht. Aber die wahre Macht ist in uns drin, die ist nicht materiell, sondern die ist energetisch. Und diese energetische Power können wir jederzeit ganz leicht anzapfen. Durch die richtige Meditation, auch nur durch Stille, ja. Wir müssen unsere Form, unseren Körper übrigens nicht unbedingt manipulieren durch Schwingung oder etwas von außen. Ja, es gibt ja diese Musik, es gibt ja ganz viele Frequenzen, die wir uns von außen zufügen können. Aber auch das ist nicht nötig, weil wir haben nicht die Kontrolle darüber, was im Außen irgendwie, was wie geladen ist, welche Frequenz. Wir haben aber die Kontrolle darüber, welche Frequenz, welche Schwingung, welche Energie wir in uns selber generieren. Und das ist für mich, dass mein höchstes Gut Freiheit und Unabhängigkeit ist, ganz, ganz wichtig zu lernen, dass ich die Dinge wirklich ohne etwas von außen haben zu müssen, aus mir heraus generieren kann, weil dann bin ich wirklich autonom, ich bin ein souveräner Mensch, ich bin ein souveränes Wesen, das zusteuert, das beisteuert, das liefert aus mir heraus in absoluter Unabhängigkeit von dem, was im Außen geschieht. Und dann habe ich die Power, die Welt zum Guten zu verwandeln, mein Leben zum Guten zu verwandeln, alles zum Guten zu verwandeln. Und denk dran, wenn die Zeit jetzt länger wird, wenn die Zeit vielleicht ein bisschen schwieriger wird, es geht wirklich darum, genau diesen Moment immer wieder zu finden, diesen Moment immer wieder zu leben und ihn aufzuladen mit göttlicher, klarer, reiner, liebender, bedingungsloser, perfekter Energie. Was auch immer sich da draußen zeigt, du kannst es nur verändern, indem du aus dir heraus, wie aus einem Filmprojekt heraus, das projiziert, genau, was du sehen willst. Freiheit, Liebe, Schönheit, Miteinander, Mitgefühl, all diese Dinge sind für uns grenzenlos vorhanden und wir können sie grenzenlos generieren, aber nur, wenn wir on point bleiben, ja, wenn wir uns nicht immer ablenken lassen von irgendwelchen Ängsten und von irgendwelchen Sorgen da draußen. Und jetzt in dieser Zeit, es ist super, super, super wichtig. Keine Panik, keine Angst. Fokus auf das, wie will ich es haben. Ja, ihr Lieben, das war es eigentlich schon für heute. Ich denke, es war ziemlich kraftvoll. Wenn ihr mehr von dem haben wollt, kommt heute Nachmittag in unseren Heilzirkel um 14 Uhr. Wir werden uns gemeinsam auf diese höher schwingenden Energien einschwingen. Wir werden euch heute nochmal zeigen, wie viel Power in dir drin ist und wie du die ganz, ganz einfach anzapfen kannst. Und der Link hier ist unter der Beschreibung.
Wenn du dabei sein willst, klick einfach auf den Link. Der Link funktioniert nur um 14 Uhr, ja. Viele, das ist wie ein Raum, ja. Der Raum geht erst um 14 Uhr auf. Du kannst erst um 14 Uhr eintreten in unseren Online-Zoom-Raum. Also wenn du jetzt drauf klickst oder später, dann wird es nicht funktionieren. Das Ganze geht plus minus eine halbe Stunde. Es sind ganz tolle Menschen da. Wir haben einen super göttlichen Raum dort kreiert mit höchster Schwingung. Du gehst raus wie frisch geduscht. Also schau vorbei, 14 Uhr. Und ich freue mich auf euch. Alles Liebe, bis dann. Tschüss.